Hallo Slotblock-Freunde, heute machen wir ein gemütliches Video. Ich möchte euch ein Projekt zeigen, das ist mir wieder in die Hände gefallen. Das liegt sage und schreibe fast 10 Jahre im Schrank und ist eigentlich kurz vor der Fertigstellung. Es fehlen nur noch ein paar Handgriffe, aber ich möchte euch dieses Projekt zuerst mal in diesem Zustand zeigen. Es geht hier um ein paar modellbauerische Sachen, Bastelsachen, die ich euch dann im Detail vorstelle. Aber jetzt erstmal die groben Eckdaten, worum geht's? Wir haben hier eine Karosserie, das ist von Revell Monogramm, ein Bausatz, und zwar der Ford Shelby GT350H. So heißt das Modell. Das ist die Karosserie aus dem Bausatz, ohne Scheiben, ohne Innenraum. Den habe ich extra gebaut, schon verklebt. Unten sind die Karosseriehalter. Und dieses Auto hat hier eine Besonderheit. Wenn man nämlich hinten die Spurbreite misst, dann ist die wesentlich größer als die aus dem Bausatz. Wie ich das gebaut habe, zeige ich euch in dem Video. Dann haben wir hier den Fahrereinsatz, den ich ins Detail gebaut habe. Die Details schauen wir uns in der Detailaufnahme an. Von hier aus seht ihr nicht wirklich viel, was hier alles drin steckt. Also ich zeige euch jedes einzelne Detail vom Schalter bis zum verglasten Armaturenbrett und so weiter. Dann wichtig, die Technik, Fahrwerk, das hier ist. Da ist noch ordentlich Staub drauf, weil es wirklich so lang gelegen ist. Bevor wir in die Detailaufnahme gehen, muss ich es mal kurz noch abstauben. Das ist ein Fahrwerk von Motor Modern, kurz Momo, also ein Standardfahrwerk letztendlich. Und dieses Auto wurde gebaut, oder das war eigentlich damals das Interesse. Es sollte im Verein einen American Race Day geben, oder hat es auch gegeben, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, dort mitzufahren, und so ist das Auto, dieses ganze Projekt einfach im Schrank versunken, und ich bin jetzt eigentlich per Zufall wieder drauf gestolpert und habe mich geärgert, dass der noch nicht fertig ist, und da habe ich gedacht, ich nehme euch gleich mit auf die Fertigstellung, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Auto im Detail an. Fangen wir mit der Karosserie an. Das eigentliche Geheimnis der Karosserie kommt aber hier ganz zum Schluss. Wir fangen vorne an. Dort sehen wir die Details. Scheinwerfer hatten diese Autos im Rennen nicht. Deswegen hier in matt-schwarz die Scheinwerfergläser abgedunkelt. Vorne dieses Lüftungsgitter ist kein richtiges Gitter. Hier hätte man noch nachlegen können in Richtung Scale-Modellbau. Ich habe das Teil aus dem Bausatz genommen. Und man sieht, dass im Hintergrund schwarz ist. Das habe ich mit einem Wash gemacht. Ein schwarzes Wash. Ein Wash ist eine extrem verdünnte Farbe, die sich praktisch in die Vertiefungen reinsetzt, und die silbernen Drähte, wenn man es als Drähte bezeichnen möchte, bleiben so erhalten, und das Schwarz legt sich nur in die Vertiefungen. Dadurch kommt dieser Gittereffekt dann optisch zustande. Hier oben, das sind Foto-Ads-Teile, die zwei Haubenverschlüsse, die sind aus Metall und wurden hier vorne eingesetzt. Also es ist ein Loch gebohrt, dann diese Scheibe aufgeklebt auf die Motorhaube, und es ist hier ein richtiger Verschluss, der dann mit Sekundenkleber fixiert wurde. Glänzen tut das Auto deswegen, weil es natürlich dick geklarlackt ist. Als Klarlack kam hier aus dem Baumarkt der Nigrin Klarlack zum Einsatz. Mit denen hatte ich eigentlich ganz gute Erfolge, aber wenn man im Detail hinschaut, dann sieht man an zwei Stellen Probleme, nämlich hier. Hier sind Lufteinschlüsse, kleine Luftbläschen. Auf der anderen Seite, fast an der gleichen Stelle, nur gegenüber, hier ist der Klarlack gelaufen, hat dann hier auch irgendwie das Weiß angegriffen. Also das hat hier ein Problem gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das Auto eigentlich ziemlich perfekt ist vom Lack her. Ich habe noch nie so einen schönen Klarlack hinbekommen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man zwei Stellen, die dann so aussehen. Ihr könnt euch vorstellen, oder ihr wisst es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, man ist den Tränen nahe. Aber was soll's, ich habe dann trotzdem weitergebaut. Was man jetzt noch als Detail sieht, das sind hier die silbernen Fensterrahmen. Die habe ich durchgezogen, auch auf der Seite. Das ist mit einem Stift gemacht von der Firma Molotow, der nennt sich Liquid Chrome. Damit erzeugt man Chromeffekte, und das kann man auch am Türgriff und so weiter anwenden. Das Chrom ging jetzt aber nach dem Klarlacken etwas verloren. Das hat sich nicht so hundertprozentig vertragen, aber dieser Liquid Chromstift, mit dem bekommt man wirklich perfekte Chromeffekte eigentlich hin. So, dann haben wir noch ein Detail hier hinten. Hier sehen wir drei Punkte, auf der anderen Seite natürlich auch. Und hier ist keine Scheibe drin im Rennwagen, sondern einfach ein Blech. Und dieses Blech ist vernietet mit diesen Nieten hier. Und die Nieten, das sind tatsächlich echte Nieten, die hier eingesetzt sind, die mit der Pinzette reingefädelt wurden. Vorher muss man natürlich ein entsprechend kleines Loch bauen. Und auf der anderen Seite, man sieht es dann hier, an diesen drei Punkten sind die mit Sekundenkleber fixiert. Und somit halten die
dann auch für die Ewigkeit. Im Heckbereich, da ist noch zu sehen diese schwarze Linie, die habe ich mit einem ganz feinen schwarzen Permanentmarker gezogen. Hier ist immer ein bisschen Gratwanderung, weil viele Klarlacke diese Farbe vom Stift angreifen, dann verläuft es. Ich hatte hier Glück. Die Erfahrung habe ich erst später gemacht, dass ich die Stifte mit den manchen Klarlacken nicht vertragen. Dann ist auch wieder, ja, dann ist man den Tränen auch wieder nahe, wenn es hier irgendwie versaut wird. Die Rückleuchten, die sind einfach nur durch Farbe herausgehoben. Das ist Feuerrot Revell Aquafarbe. Und hier in der Mitte das Mustang-Emblem oder beziehungsweise der Kofferraumverschluss. Das ist wieder ein Foto-Ads-Teil. Da gab es was Spezielles für den Ford Mustang. Das habe ich hier dann eingesetzt. Ansonsten, dieses Dekor ist im Prinzip reine Fantasie. So ist das Auto nie gefahren. Wusste ich damals auch nicht. In dem Reglement mussten nämlich echte Vorbilder nachgebaut werden. Das heißt, ich hätte mit dem Auto eigentlich gar nicht an den Start gehen dürfen. Von dem her ist es ein Spaßauto und einfach in die Schublade versunken. Aber jetzt kümmern wir uns darum. Und es wird Zeit, das Geheimnis zu lüften. Wir haben die Karosserie schon gesehen, aber das Geheimnis verbirgt sich in diesem Bereich hier. Die Karosserie, wenn man die jetzt so von hinten anschaut, da haben wir hier eine Breite. Ich habe es jetzt vorhin nochmal nachgemessen. Da kommen wir auf 77 mm an den Außenseiten der Radkästen. Und das hat den Hintergrund, dass 76 mm damals im Reglement maximale Spurbreite hinten waren. Aber der Bausatz ist hinten viel schmaler. Also musste ich die Karosserie verbreitern. Wie macht man sowas jetzt? Also ihr seht, man sieht von der Verbreiterung wirklich nichts. Aber ich kann euch sagen, da gingen einige Stunden drauf, wenn man das macht. Wie funktioniert es? Ich habe einfach mit einem heißen Messer hier einen Schlitz reingezogen. Auf der Seite und natürlich auf der anderen Seite auch. Und der Schlitz ging im Prinzip von hier vorne bis hier hinten. Und nachdem hier aufgeschlitzt wurde, kann ich dann hier den Schlitz aufspreizen und mit Plastikplättchen füllen. Und ich habe dann so lange mit Plastikplättchen diesen Schlitz aufgefüllt, bis der Kotflügel so weit nach außen ging, dass ich eben die maximal erlaubte Spurbreite erreicht habe. So, und dann, wenn man das hat, hat man natürlich noch Löcher. Die Löcher habe ich dann verspachtelt und verschliffen. Und dieses Verspachteln und Schleifen, wer es schon mal gemacht hat, man kennt das oder man weiß das dann, dass man hier sehr lange sitzt. Und da, wenn man sich Mühe gibt, dann hat man eben so ein Ergebnis, dass man wirklich eigentlich außen nichts mehr sieht. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich habe die Karosserie hier modifiziert, man wird es von außen nicht sehen. Von innen sieht man es vielleicht noch etwas, wobei da auch halt die Farbe schon drauf ist. Aber hier sieht man das natürlich nicht so ordentlich geschliffen. Muss ja nicht sein, sieht man ja nicht. Und hier war eben die Verbreiterung. Da Spachtelmasse, Plastikblättchen, den Revell Plastikkleber habe ich auch noch eingesetzt, weil der das schön verschweißt, die Plastikplättchen mit der Karosserie. Und so habe ich eben die Karosserie verbreitert und die ist dann von den Abmessungen her ziemlich anders als eben im Modellbaukasten das der Fall ist. Wie breit das Auto im Baukasten im Originalzustand war, das habe ich mir leider nicht notiert, aber ich denke, das waren so 4 mm, also auf jeder Seite 2 mm, die ich nach außen gehen konnte. Dann sehen wir hier noch auf der Rückseite die beiden Karosseriehalter. Fragt mich jetzt nicht, warum einer in der Karosseriefarbe ist und einer in grün. Ich kann mich erinnern, dass ich das Auto erstmal grün lackiert habe und dann auf die dunkle Graufarbe gegangen bin. Aber warum jetzt ich hier nicht noch mit Grau drüber gegangen bin, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach vergessen, den Karosserieträger abzukleben. Soweit zur Karosserie. Jetzt kommt das eigentliche Highlight, der Fahrerinnenraum mit seinen vielen Details. Hier ist es nun, unser Fantasiefahrer im Inlay für unseren Ford Mustang. Dieses Inlay ist sehr mühsam aufgebaut, hat sehr viel Zeit gekostet und ich zeige euch jetzt alle Details und ich verrate euch natürlich auch die Tricks, die ihr dann zum Nachbauen verwenden könnt. Ich möchte euch motivieren, auch mal sowas aufzubauen, weil es einfach schon was anderes ist, so ein Inlay im Auto zu haben, als irgendwelche fertigen 3D-Lexan tiefgezogenen Teile. Hier ist ein echter Fahrer drin, in Anführungszeichen echt natürlich, aber geht bis zu den Schuhen runter und wir fangen jetzt einfach von hinten an, die Details anzuschauen. Also, was wir
hier sieht, diesen Überrollkäfig, der ist aus dem Revell-Bausatz, aber nicht ganz, sondern nur dieser hintere Teil mit dem Feuerlöscher. Die erste Abweichung vom Bausatz sind dann die Halterungen des Feuerlöschers. Das, was man hier sieht, das ist so ein Gewebeklebeband, das eben mit dem Skalpell zugeschnitten wird, ungefähr so in Gürtelbreite. Und auf der anderen Seite sieht man hier als Foto-Ätzteil realisiert den Verschluss. Somit schaut es natürlich realistisch aus. Ich habe einen Verschluss, kann die Feuerlöschflasche abnehmen, in echt jetzt, und damit ein Feuer löschen. Der Teil aus dem Überrollkäfig, der hier nach vorne geht, diese lange Stange, die stammt nicht aus dem Bausatz. Das ist einfach aus der Bastelkiste, aus dem Rahmen von einem Standmodellbausatz einfach rausgebrochen und hier eingeklebt und dann lackiert. Was man hier in der Mitte sieht, das ist echter Moosgummi, dass sich unser armer Fahrer den Kopf nicht richtig anhauen kann, dass er geschont wird beim Crash, habe ich hier ganz dünn eine Scheibe Moosgummi abgeschnitten von einem Block, habe die dann um diese Stange rumgeklebt und das Rote hier, das ist ein ganz normales Klebeband, das auch wieder mit dem Skalpell auf diese gute 2-3 mm hier geschnitten wurde und dann einmal umwickelt. Somit kriegt man einigermaßen ein realistisches Bild hin. Es ist etwas zu dick vielleicht, aber mir gefällt es. Es ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen ist es zu dick, zu dünn. Kann ja jeder bauen, wie er will. Es geht hier um die Ideen. Also ich hätte einfach das Moosgummi noch etwas dünner schneiden können, dann hätte ich vielleicht noch eine bessere Optik hinbekommen. Schauen wir jetzt mal von der Beifahrerseite rein. Da sehen wir Handbremse und Schalthebel. Die beiden sind aus dem Bausatz. Die habe ich einfach in meine Lexanwanne eingeklebt. Dieses weiße Lexan hier ist matt weiß lackiert und es gab es von einem Dritthersteller für den Ford Mustang, einmal für den Shelby Mustang und einmal auch für den Ford Mustang Repos 302. Auf der Beifahrerseite am Boden, da sieht man jetzt drei Kabel oder Schläuche, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Funktion sein könnte. Es ist einfach bei mir ein Deko-Element. Es sind letztendlich kleine Kabel. Ich habe das Kupfer rausgenommen, dass wir weniger Gewicht haben. Habe die mit Sekundenkleber auf dem Boden hier hingeklebt, sodass man die Optik hat, dass hier irgendwelche Schläuche verlegt sind. Kommen wir zur Fahrerfigur, die ist komplett aus Resine und den Kopf, den habe ich damals hohl gebohrt, um eben möglichst wenig Gewicht hier oben zu haben. Und ich habe am Kopf ein Detail, das man eigentlich nicht sieht, außer man wird jetzt darauf aufmerksam gemacht. Ihr seht hier drei kleine Punkte. Und diese kleinen Punkte, das sind Nieten, die in echt dieses Visier vorne vom Helm mit dem Helm fixieren. Und auch bei mir im Modell sind das echte Nieten. Also ich habe hier reingebohrt, habe mit der Pinzette kleine Metallstäbchen hier eingesetzt, die mir dann die Nieten simulieren. Die Augen des Fahrers hier sehr gut gelungen, mittig getroffen, kein Silberblick, sieht sehr gut aus. Das ist gemacht damals noch mit einem ganz dünnen Draht, den ich in Farbe eingetaucht habe und dann als Stempel benutzt habe. Da erstmal ein bisschen rumexperimentieren, am besten auf einer Folie oder auf einer Plastiktüte oder auf irgendwas, was ähnlich ist von Untergrund her wie der Fahrerkopf. Also nicht auf Papier ausprobieren, weil Papier saugt ja die Farbe auf. Hier haben wir den Effekt, dass die Farbe nicht aufgesaugt wird. Deswegen einfach auf einer glatten Oberfläche mal austesten mit verschiedenen Drahtstärken, bis ihr dann die richtige Augengröße habt. Das Gesicht ab der Nase ist verhüllt in einer Maske. Damals gab es jetzt noch nicht diese Feuerschutzmasken. Die haben einfach einen Staublappen vorm Mund gehabt. Das, was ich hier eingesetzt habe, ist aus dem Erste-Hilfe-Kasten Leukoplast, das man schön ausschneiden kann, auf Maß bringen. Und man hat eine schöne Stoffstruktur vom Gewebe her fast maßstabsmäßig, bietet sich hier auf jeden Fall an. Aus diesem Leukoplast kann man letztendlich auch Gurte machen. Ich habe hier aber ein anderes Gewebeklebeband genommen in Schwarz. Und da folgen wir jetzt einfach mal dem Gurt von hinten nach vorne. Ihr seht jetzt ganz kleine Metallätzteile, die hier befestigt sind und den Gurt festhalten. Also es ist nicht einfach der Gurt aufgeklebt, sondern da sind richtige Metallteile und der Gurt ist dann aufgefädelt. Man muss dazu sagen, für die Verarbeitung dieses Gurtsets, den der Fahrer umhat, braucht man zwei Pinzetten. Hier hat man mit den Fingern keinen Auftrag mehr. Man muss richtig einfädeln in diese Foto-Ätzteile, sodass die Optik und dann auch die Gurtführung übereinstimmt mit dem Original. Man sieht, dass auf dem Bauch des Fahrers die Gurte zusammenlaufen. Also klassischer Renngurt, der hier verbaut wurde. Das ist vom zeitlichen her auch sehr aufwendig. Man braucht hier Geduld und Ruhe, um diesen Gurt einzufädeln und dann letztendlich auch noch anzubringen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Der Effekt ist natürlich gigantisch, wenn man so einen angeschnallten Fahrer dann im Fahrzeug hat.
Kommen wir zum Sitz, den ihr in Rot hier die ganze Zeit schon hinter dem Fahrer sieht. Der ist jetzt auch nicht einfach nur rot lackiert. Vorab noch, der ist aus dem Bausatz, aus dem Revell-Bausatz. Ich habe den hinten silber lackiert, vorne rot grundiert in matt. Und was ihr hier seht, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, das sind Flocken. Das sind rote Flocken, die eigentlich dafür eingesetzt werden, für den T-Shirt-Flock-Druck. Also wenn ihr ein T-Shirt habt mit irgendeinem Logo drauf und es fühlt sich an, ja, wie so Modelleisenbahnrasen, das sind diese Flocken, ganz fein, und die kann man wunderbar verwenden, um diesen Sitz als Stoff eben darzustellen. Also Sitz nicht nur eingeklebt und lackiert, sondern zusätzlich auch noch beflockt, dass unser Fahrer halt gemütlich hat und schön weich sitzt. Kommen wir weiter zum Lenkrad. Hier war mir wichtig, dass der Fahrer das Lenkrad ordentlich in der Hand hat. Man sieht jetzt, dass dieses Lenkrad auch schon wieder was Spezielles hat. Ich habe dieses Lenkrad umwickelt mit rotem Gewebeband, das ich auf 2 mm mit der Breite vorher geschnitten habe, und mit der Pinzette habe ich das Lenkrad eben umwickelt. Ich bin teilweise zufrieden. Hier ist es eigentlich ganz gut. Hier ist es ein bisschen dick geworden, aber der Effekt trotzdem eigentlich richtig schön, weil ich halt jetzt eine Struktur auf dem Lenkrad habe. Das Lenkrad selbst, das ist auch wieder aus dem Bausatz. Dann möchte ich euch noch auf dem Armaturenbrett die Verglasung zeigen. Also Armaturenbrett, wie gesagt, ist aus dem Baukasten. Hier unten habe ich noch einen kleinen Metallschalter hingebaut. Das ist ein kleiner Draht mit einem roten Farbtupfer am Ende, dass ich hier noch irgendwie Effekt habe, dass hier halt ein Schalter ist. Die Verglasung, zu der möchte ich zurückkommen. Es ist so, dass hier erstmal das Wasserschiebebild aufgetragen wurde. Nach dem Austrocknen habe ich dann einen Kinderkleber genommen, einen lösungsmittelfreien, von Uhu gibt es den, und habe dann einen Tropfen von diesem Kleber hier drauf. Also so viel Kleber hier aufbringen, dass man eine leichte Erhöhung in der Mitte hat, und dann einfach austrocknen lassen, und danach erhält man so eine Glasoptik. Also es sieht jetzt aus, als ob die Armaturen hier hinter Glas sind, die Anzeigen auch auf der anderen Seite, und das ist ein sehr schöner Effekt, Verglasungseffekt im Slotcar. Wichtig beim Austrocknen ist natürlich, dass dann dieser Kleber in dieser Position austrocknet. Wenn man es irgendwie schräg halten würde oder in ganz normaler Ausrichtung, wird der Kleber verlaufen und man hat dann keine schöne Halbkugel über dem Display, sondern eben einen verlaufenden Kleberpunkt. Kommen wir zum Fahrwerk und fangen da mal mit den Rädern an. Hier hinten seht ihr schon, dass ich einen Felgeneinsatz eingebaut habe in die Alufelge. Die Felgeneinsätze liegen hier. Die stammen aus dem Bausatz. Man sieht auf der Rückseite und halt auch an der Oberkante, die sind abgedreht. Das ist das gleiche oder die gleiche Technik, die ich auch beim Benetton Ford bei unserem Formel 1 Fahrzeug eingesetzt habe. Mit der schafft man eben die Möglichkeit, aus einer Bausatzfelge einen Felgeneinsatz für unser Auto dann zu schaffen. Die haben alle in der Mitte ein Loch, da habe ich es eben eingespannt in den Aufsatz, der bei einem Dremel zum Beispiel für die Trennscheiben mit geliefert wird. Den kann man dann wunderbar einsetzen, um diese Felgeneinsätze abzudrehen. Also hinten schon mal eingesteckt, und das Schöne ist, da ist sogar in klein das Ventil angedeutet. Ob man es jetzt hier in der Kamera sieht, weiß ich nicht. Das muss man noch schwarz lackieren, dass ein bisschen raussticht, und dann hat man wirklich schöne Räder für den Ford Mustang. Schauen wir uns kurz das Fahrwerk noch an. Das war eigentlich ein Bausatz, ist jetzt hier schon fertig zusammengebaut und auch ausgerichtet, dass wir überall 90 Grad Winkel haben. Hier zum Beispiel, hier oben. Das ist im Urzustand immer nicht so gegeben. Deswegen wird das alles nachgerichtet und ausgerichtet, um dann eben maximale Leichtgängigkeit herzustellen und dass das Auto auch dann perfekt geradeaus fährt. Hier hinten haben wir auch 90 Grad Winkel in der Halterung, und man sieht, dass das ja im Herstellungsprozess gebogen ist. Es gibt diese Halterungen auch gefräst. Damals, als ich es gekauft habe, das Fahrwerk, glaube ich, hat es die gefrästen Halterungen noch nicht gegeben, nur die gebogenen, und hier muss man eben schauen, dass wirklich 90 Grad hingebogen sind. Das ist meistens noch eine kleine Abweichung, und man ist dann ewig beschäftigt mit dem Ausrichten von so einem Fahrwerk. Dann fangen wir einfach mal hinten an, weil ich hier gerade bin. Wir haben eine Hinterachse, 3 mm Stahlachse, kugelgelagert. Dann habe ich von der Spurbreite eben das Maximum nach Reglement rausgeholt. War nur möglich, wie angesprochen, durch die Verbreiterung der Karosserie. Motor ist ein Fox 10, der ist parallel hier zur Hinterachse. Deswegen haben wir einen Sidewinder Antrieb. Wie viele Zähne ich jetzt hier verbaut habe, weiß ich im Moment nicht mehr. Spielt jetzt auch keine Rolle, können wir beim Fahrtest ja noch drauf eingehen.
Wichtig hier vorne, dieses blaue Teil hier, das ist der sogenannte H-Träger. Und dieser H-Träger, also nicht H wie Hades, sondern H wie der Buchstabe H, der hält die Karosserie dann fest an diesen vier Stellen. Man sieht jetzt, oder man hört es auch, dass dieser Träger wackelig ist. Also hier ist er nicht fest verschraubt an den vier Punkten, sondern kann sich bewegen nach oben und unten und in dem Fall auch noch nach vorne und hinten. Das sind die Sachen, die jetzt immer eingestellt sind. Fahrtest gab es noch nicht. Das ist jetzt einfach aus dem Bauch raus so mal eingestellt. Alles andere müsste man dann auf der Bahn ausprobieren. Die Kabel vom Motor gehen direkt auf den Schleifer drauf. Hier ist es fixiert mit einem Panzerband. Hat den Hintergrund, dass ich hier die Kabelführung wieder so stelle, dass ich unser Leitkehl mittig ausrichten kann, wenn ich den loslasse. Man sieht auch hier oft, dass ein kleiner Blumendraht zum Einsatz kommt oder dass ein Schrumpfschlauch hier aufgeklebt wird auf das Fahrwerk und die Kabel werden durch den Schrumpfschlauch, der nicht geschrumpft ist, durchgeführt, sodass die an der Stelle fixiert sind. Vorne habe ich auch eine 3 mm Stahlachse, ebenfalls kugelgelagert, vorne und hinten Alufelgen und wir sehen vorne ganz harte Moosgummireifen. Hinten haben wir PU-Reifen drauf, die dann auf Maß je nach Reglement geschliffen wurden. Von der Seite sieht man noch, dass eine Federung in dem Fahrwerk vorhanden ist, also diese Vorderachse hier auf dieser langen Zunge ist so gelagert, dass sie beweglich ist. Dann habe ich hier den restlichen Motorträger samt Hinterachse und eben Vorder- und Hinterachse sind miteinander entkoppelt über diese Federung hier vorne im Fahrwerk. So, und hier mal alles soweit zusammengebaut, dass man mal Eindruck bekommt, wie das fertige Auto aussieht. Man sieht auch, dass die Scheiben noch fehlen. An der Seite werde ich keine Scheibe einbauen, nur vorne und hinten. Damit ich hier Gewicht spare, nehme ich natürlich auch nicht die Scheiben aus dem Bausatz, sondern ich nehme hier von einem Schnellhefter die vorne diese Glassichthülle und schneide mir da Fenster zurecht, klebe die dann von hinten ein. Wichtig ist, wenn man die Scheiben einklebt, ganz wichtig ist es, wirklich Kleber zu nehmen, der nicht ausgast, also diese sogenannten No-Blooming-Kleber einsetzen. Ansonsten hat man wieder diesen Milchglaseffekt und das Glas ist nicht richtig schön. So, liebe Slotblock-Freunde, das war jetzt praktisch ein detailverliebtes Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen, Ideen geben. Soll ja alles kein Geheimnis sein, wie man was baut. Deswegen diese Videos, um euch zu motivieren, auch sowas nachzubauen. Wenn ihr Anmerkungen habt, ab in die Kommentare, Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video und viel Spaß beim Basteln, Tuning und Slot-Racing. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss!